Mitschüler von Jan haben sehr positiv auf die ganze Situation reagiert. Da bin ich überrascht gewesen, dass die ohne Probleme ihn aufgenommen haben als Kollegen. Im Sport war es eigentlich so gewesen, dass wenn ich in die Turnhalle gekommen bin, haben die schon geshootet miteinander. Im Normalfall haben sie das Uni-Hockey-Goal für ihn genommen, den Jan im Goal, und dann ist das Fußballmatch gelaufen. In vielen Sportarten musste man einen Kompromiss gehen, dass er mitmachen konnte. Also wir haben auch Volleyball gespielt mit ihm. Dann konnte er einfach den Böller einen Schluck heilen lassen am Boden, bevor er anfängt. Im Basketball haben wir einen Korb gehabt, einen tiefer, den er dann drauf werfen konnte. Aber die sind dann schon in Grenzen gekommen, weil überall, wo es die Geschwindigkeit entscheidend ist, ist er ohne Rollstuhl im Sport halt zu wenig dabei gewesen. Ausser im Unihockey, dort hatte er einen Elektrorollstuhl, wo er Unihockey im Rollstuhl gespielt hat. Das gibt eine Sportart dazu. Dort konnte er mitspielen und hat das sehr gut können. Mit seinem Rollstuhl ist das sehr gut gegangen. Bei einigen Sportanlässen haben wir die auch nicht integrieren. Es hat Spielarten gegeben, Basketball, Volleyball, wo die Einschränkung einfach zu gross gewesen wäre für die anderen. Basketball mit Körperkontakt, mit Umspringen, Gumpen, das ist halt wirklich nicht gegangen. Auch Ausdauer noch mit Tagen sind halt nicht auf Leute wie Jan ausgerichtet gewesen, und dort hat er an mich müssen zuschauen. Es ist ihm sehr oft schwer gefallen, weil er halt sich wirklich gern integriert hätte dort auch und sich halt sehr gerne bewegt.